Mein Name ist Sonja Kunze, ich bin 51 Jahre alt und ich wohne mit meinem Mann und meinen beiden Kindern seit fast 9 Jahren in diesem zauberhaften Ort Oeschingen. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Abend heute in der Turn- und Festhalle. Und ich bedauere sehr, dass ich heute nicht persönlich dabei sein kann und möchte Sie auf diese Art und Weise begrüßen. Im Verein Lebenswertes Oeschingen bin ich erste stellvertretende Vorsitzende und zuständig für das Programm Quartiersimpulse. Quartiersimpulse bildet eine Schnittmenge nach Mössingen, zur Gemeinde Mössingen, zur Stadt und zum Nachbarschaftshilfenetzwerk. Quartiersimpulse gibt die Rahmenbedingungen, wie wir und die Ideen, wie wir hier diese Bürgerbeteiligungsprozesse mit Ihnen zusammen durchführen können. Wir tragen zusammen mit der Stadt und dem Nachbarschaftshilfenetzwerk den Gedanken der sorgenden Gemeinschaft in die Welt, zumindest in unsere Welt. Nun kommen wir zu meinem zweiten Bereich, der Öffentlichkeitsarbeit. Wir möchten den Gedanken der sorgenden Gemeinschaft und der wechselseitigen Wertschätzung in die Öffentlichkeit bringen. Bürgerschaftliches Engagement verändert sich. Bürgerinnen beteiligen sich in unterschiedlichen Kontexten mit verschiedensten Verantwortlichkeiten und mit individuellem zeitlichen Einsatz. Mal projektbezogen, mal langfristig, mal punktuell. Was bedeutet das für die Öffentlichkeitsarbeit? Wir möchten Menschen gewinnen für unsere Arbeit im lebenswerten Oeschingen und wachsen. Menschen, die Lust haben, sich zu überlegen, wie wir die wichtigen Inhalte rund um unsere sorgende Gemeinschaft in gute Worte bringen können. Die nächsten Schritte, die wir gehen wollen, prozesshaft beschreiben und weiterbringen und auch öffentlich machen für die Leute, die nicht in die Arbeitsgruppen kommen können. Wir möchten Menschen finden, die Lust haben, Texte für unsere Homepage zu schreiben. Ab und an mal oder auch regelmäßig. Oder Menschen, die einfach gute Ideen haben und neugierig sind. Unser Wunsch ist es, eine Gruppe von Menschen in einer Art Redaktionsteam zusammenzubringen, die sich so einbringen können, wie es für ihre jetzige Lebenssituation passt. Es ist uns wichtig, in den Arbeitsgruppen eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Und wir wollen es uns dabei gut gehen lassen. Deshalb möchte ich Sie alle einladen, zu einem ersten Termin für alle Interessierten, zu einem unverbindlichen Infoabend am 29.10. um 19 Uhr im Rathaus. Dort wird es darum gehen, um abzuklären, können Sie sich vorstellen, unseren Gedanken, unsere Visionen mitzutragen und darüber zu berichten und zu schreiben und in welchem Format. Ich möchte ganz besonders auch die Jüngeren und Neuzugezogenen ermutigen, dazu zu kommen, denn sorgende Gemeinschaft geht uns alle an. Jung und alt, alleine oder mit Familie, mit Eltern hier im Ort oder Eltern auch weiters weg. Wir freuen uns auf euch, laden euch herzlich ein. Wer zu dem Termin nicht kommen kann oder vorab Infos von mir möchte, kann sich gerne melden. Ich teile hier so Handzettel aus, die liegen hier unten. Da steht der Termin nochmal drauf und auch meine Telefonnummer. Das war's von meiner Seite, von der Öffentlichkeitsarbeit. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen restlichen Abend mit ganz vielen schönen Gesprächen und vielen weiteren Informationen. Jetzt möchte ich das Wort wieder geben an die Isabel Lober. Und verabschiede mich ganz herzlich.